das und. Es gibt sehr, sehr, sehr viel Literatur über dieses Thema. Mhm. Nur die Menschen, es ist einfacher, bevor ich über mich selbst nachdenke, nehme ich irgendeine Arznei und somit brauche ich mir über mich selbst keine Gedanken machen. Gut, jetzt da kann ich mir vorstellen, dass das nicht bei allen Menschen auf sehr viel Gegenliebe stößt, wenn du sie quasi mit der Nase in den Schmutz tunkst und sagst, schau, das hast du eigentlich selber einpackt, also du kannst das auch wieder entfernen. Oder du kannst jetzt bei deinen Seminaren, dass wir jetzt noch gegen Ende dieses Drittels noch kurz darauf eingehen. Und meine Frage ist ja, gab es da schon mal einen, der einfach aufgestanden ist und gesagt hat, das ist alles ein Schmarrn und ich gehe jetzt heim, weil... Das hat es auch schon gegeben, aber der ist das nächste Mal drauf wieder gekommen. Aha, okay, also bei deinen Seminaren machst du, vielleicht ganz kurz, was machst du da genau? Ganz kurz zur Erklärung, es geht eigentlich darum, um das Denken an sich und das, was wir auf den Seminaren machen, es ist nichts anderes, als was zum Beispiel Platon schon beschrieben hat. Also dieses Denken, das wir versuchen, die Menschen beizubringen, wie sie über sich selbst denken sollten, ja, absolut positiv denken sollten, das ist schon so alt als die Menschheit. Ja, das sage ich. Und wir versuchen halt, Gott sei Dank, Verbindungen herzustellen bezüglich ihres eigenen Denkens. Nur muss jeder Mensch, der auf dem Seminar ist, bereit sein, über sich selbst nachzudenken. Ja, sonst hat es überhaupt keinen Sinn, dort hinzugehen. Ja, sonst hat es überhaupt keinen Sinn. Also man kann da nicht hingehen und sich quasi astral reinigen lassen, so wie in der Autowerkstatt, Autowaschanlage. Funktioniert nicht. Man muss das selber mittun. Auf jeden Fall. Ah je. Nein, okay, ja. Dann ist es so, dass wir ja Medien sind. Das bedeutet, wir bekommen unsere Informationen von den himmlischen Wesen, den geistigen Wesen, den überirdischen Wesen. Ich meine, es hat jeder so seinen Ausdruck für das Ganze. Ja. Und jegliches Seminar, die Erstellung des Seminars kommt also in keinster Weise von uns. Genauso wie die Bücher, die wir geschrieben haben, kommen nicht von uns. Sondern das ist alles Neudeutsch gechannelt. Neudeutsch? Ja genau, da kommt es dann ins Kanalisieren und darauf möchte ich im dritten Teil, weil da wird es dann wirklich abtreten, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Und da natürlich, also wie gesagt, da punkto Stichwort Channeling finde ich teilweise wirklich genial, was die Leute so daher channeln, aber da bin ich, das ist in meinem grauen Eimer, um jetzt das zu warten. Weil da weiß ich, mein Gott, ich kann ja auch channeln, also ich habe auch schon channelt. Ja. Weißt du, tut ja auch, wie du sagst, wahrscheinlich jeder. Und die Grenze, also wo dann meine eigene, also zum Channeling-Phänomen, wo ist meine eigene Interpretation und wo ist das, was ich wie auch immer jetzt empfange, unter Anführungszeichen. Gut, da muss man sich mal bewusst werden, was ist Intuition? Ja genau, also das ist natürlich sehr kompliziert jedenfalls. Okay, das ist alles ziemlich spannend und ich spiele jetzt die Smashing Pumpkins und im dritten Teil werden wir dann eben versuchen, ein bisschen auf verschiedenste Phänomene einzugehen und noch ein bisschen weiter bohren in dieser ganzen Sache. Hier ist Crop FM, mein Gast ist Lamil Karissa und der Titel der heutigen Sendung lautet Kraft der Gedanken. Wir waren jetzt kurz vor der Pause gerade bei einem sehr interessanten Thema stehen geblieben. Kanalisierung, Channeling. Da passiert natürlich sehr viel Schmafu logischerweise, weil es ja, wie gesagt, im Grunde kann ja jeder channeln. Ne? Aber wo ist für dich eigentlich jetzt, ich meine, wie stehst du diesem Phänomen zum Beispiel gegenüber? Ich meine, viel von dem Material, das du, also du hast gesagt, du hast auch eine CD rausgebracht und die Bücher, die du geschrieben hast, die sind alle gesendet? Grundsätzlich ist es so, wir machen diese Arbeit zu zweit, also das heißt Zoli und Lamil Karissa, wir haben extra einen Verlag gegründet, damit wir das alles selbst herausbringen können. Weil sie Verlage wahrscheinlich nicht immer sehr bereit sein, diese Dinge zu veröffentlichen? Oder? Ja, ich meine, wir haben die Auflage bekommen, es unverändert zu veröffentlichen. Das heißt, nichts zu ändern an den Worten, so wie wir sie hören. Okay. Und die Verlage, die bemängeln, dieser Satz passt nicht, diesen Satz schreibt man halt nicht mehr so, da gehört das Komma nicht so hin. Sie bemängeln sehr viel. Das sind bis auf Punkt und Beistrich genau. Absolut. Unglaublich. Die ändern oft Absätze, die Lektoren. Nein, ich meine, die Dinge, die empfängt, sind bis auf Punkt und Beistrich genau festgelegt. Ziemlich.
Wie macht ihr das eigentlich? Ist das so die Geschichte mit der Tonbandkassette, die mitrennt? Oder? Nee, wir setzen uns, es ist wiederum eine der ersten und einfachsten Fähigkeiten. Man bittet um positive himmlische Führung. Wenn das von Herzen kommt, dass das ehrlich ist, dann bekommt man Informationen in Form des Schreibens. Es bedeutet, der Mensch stellt eine Frage, ihn betreffend, schreibt sich diese Frage auf ein Papier und schreibt genau auf, was ihm selbst in diesem Moment einfällt. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, da bekommt man Informationen von Worten, von Texten, von Satzstellungen, wie man noch nie geschrieben hat. Es entstehen bei den Musikern, bei den Komponisten Texte, sehr viele auf diese Art und Weise. Die schreiben einfach einen Text und die setzen sich hier, zack, 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 schreiben den Text und der ist fertig. Und letztendlich ist das Intuition oder Channeling, ohne dass man es selbst merkt. Das heißt also, das ist im Grunde gar nichts Besonderes, sondern das überhaupt macht man nicht. Ständig, ne? Mehr oder weniger. Richtig. Ja. Und jeder Mensch, der, sage ich mal, eine geringfügige Liebe sich selbst und anderen Menschen gegenüber hat, kann ohne weiteres unter einer Anleitung diese Fähigkeiten erlernen. Kann er die auch ohne Anleitung erlernen? Kann er. Ja. Aber es ist dann mit der Anleitung vielleicht, dann geht es. Es ist einfacher und es geht schneller und man wird sicherer. Aber diese Fähigkeiten, so wie wir mit den Gedanken, mit Sehen, mit dem Hören, mit dem Schreiben, mit dem Fühlen, mit dem Wissen insgesamt, kann eigentlich jeder Mensch. Nur die Menschen haben aufgrund der fehlenden Eigenliebe und aufgrund des Ablehnens der Eigenverantwortung verlernt, so zu kommunizieren. Das heißt, es ist ein Wiederbewusstmachen gewisser, sagen wir mal, Fähigkeiten. Richtig. Ja, wieder hervorholen. Richtig, weil jeder Mensch ist ein spiritueller Mensch. Ja. Und es gibt die Menschen, die dies ablehnen, sie brauchen halt noch ein bisschen. Ja. Es dauert halt noch. Okay, also du, also du glaubst, dass im Grunde das der Weg der Menschheit ist, dass wir uns also dieser Fähigkeiten mehr und mehr bewusst werden. Absolut. Und was natürlich recht interessant ist, denn wir haben da in dieser Sendung auch schon mal über Eigenverantwortlichkeit geredet und Eigenverantwortlichkeit ist ja ein recht interessantes Schlagwort. Das wäre eine Sendung extra. Ja, wir haben da kurz draußen über Radiorecht und so weiter diskutiert und bei Krop FM, Radio Helsinki sind ja alle eigenverantwortlich, die eine Sendung machen und das heißt, man kann zwar mal machen, was man will, aber nur dann muss man halt die Verantwortung dafür übernehmen. Und, ich meine das jetzt in Bezug. Du redest jetzt einfach davon, du erweiterst die Eigenverantwortlichkeit dahingehend, dass das, was mir also recht vernünftig prinzipiell erscheint, dass man eben auch für seine Leiden die Verantwortung übernimmt. Na, viel einfacher. Jeder Mensch kommt im Laufe des Alltags in irgendeiner Situation, da wo er sagt, oh, da ist der schuld, dass ich in dieser Lage bin. Ja, das meine ich, also das habe ich gemeint. So, also ganz lapidare, einfache Dinge. Und der Mensch, der neigt einfach dazu, seine Eigenverantwortlichkeit abzulehnen. Das heißt, er polarisiert es auf andere. Der ist schuld, weil es mir heute so geht. Naja, hängt es nicht damit zusammen, dass generell Verantwortlichkeit abgelehnt wird? Ich meine, wenn wir zum Beispiel in der Wirtschaft uns anschauen, wenn da Spekulationen mit irgendwelchen Nahrungsmitteln getrieben werden und wenn man dann weiß, dass dann dadurch Preise in die Höhe treiben werden, die manchen Menschen das Leben kosten, dann ist die Manischerie Börse ein Tool, ein Hilfsmittel, mit dem man die Verantwortlichkeit abgibt. Das heißt, es ist nicht nur so, dass man nicht nur die eigene Verantwortlichkeit akzeptiert, sondern man gibt auch jegliche Verantwortung in unserer Gesellschaft mehr und mehr ab. Oder? Das hängt wahrscheinlich zusammen. Ne? Absolut richtig. Wenn man halt gewisse Suchten von Menschen anschaut, da heißt es immer, ich bin so, weil zum Beispiel meine Eltern so und so und so waren. Ja. Ich denke mir, jeder Mensch hat sicherlich in seiner Kindheit, in seiner Erziehung sehr viel Negatives erlebt, dann müssen wir alle irgendwie auf Drogen sein.
Es ist so. Naja, wer trinkt keinen Kaffee? Wir sind ja alle auf Drogen. Na gut, okay. Aber du verstehst, was ich meine. Ja, okay. Ja. Und es sind Dinge, es ist natürlich sehr leicht, wenn man sagen kann, es liegt an meiner Erziehung, es liegt an allem Möglichen, nur nicht an mir selber. Ja. Und das ist sehr wichtig, dass der Mensch zuerst einmal bei sich anfängt, bevor er zu anderen geht. Zuerst einmal muss er sich klar werden, wiederum sind wir bei den Gedanken. Meine Gedanken, was erschaffen die? Es geschieht immer das, wovor ich Angst habe. Habe ich jetzt Angst, dass dies und jenes geschieht, dann kann ich hundertprozentig sicher sein, dass es genauso passiert. Mhm. Das heißt, ich muss immer positiv denken. Was anderes jetzt, Stichwort Esoterik und so weiter, überhaupt fernöstliche Lehren, Karma. Da gibt es ja diesen berühmten Begriff des Karmas. Wie würdest du den jetzt interpretieren? Ist das ein Schmarrn oder wo ordnest du den jetzt ein? Das ist jetzt halt quasi die Erbsünde, heißt es im Christentum. Das ist ja quasi die Vorbelastung. Ist das einfach? Es interpretiert jeder anders. Grundsätzlich ist es so, also ich spreche jetzt so, wie wir es die Informationen von den himmlischen Wesen bekommen. Es ist grundsätzlich so, es ist eine Seele da und die Seele hat die Aufgabe zu lernen. Das widerspricht sich eigentlich mit keiner Religion. Sagt jede Religion. Es ist nur so, die Seele möchte das möglichst... Das sagt sogar das Schulwesen. Richtig. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, was will die Seele alles erleben? Es gibt Leben, die wo durchweg von Beginn des Lebens bis zum irdischen Lebensende absolut positiv sind. Was ist mit dieser Seele? Erlebt die nur Positives oder muss die was Negatives auch erleben? Das heißt, nur eins erleben ist nicht möglich. Das heißt, sie muss positive Dinge erleben, aber auch negative Dinge. Mhm. Jetzt ist es so, dass diese Seele natürlich, es geht gar nicht anders, wiedergeboren wird, um neue Erfahrungen. Du sagst also, es geht gar nicht anders. Wie soll das möglich sein? Mhm. Weil was hätte dieses Leben für einen Sinn, wenn wir bloß einmal leben? Was hat das für einen Sinn? Mhm. Ja, wir haben da in der Sendung Neue Heiden haben wir auch schon darüber mal diskutiert, über diese Frage ein bisschen. Und gerade vom Karma, es ist so, dass es, sage ich einfach mal, ungelöste Lebensaufgaben sind, weil jeder Mensch oder jede Seele, wo auf dieser Erde ist, hat eine gewisse Aufgabe, eine gewisse Lebensaufgabe und wenn er die nicht erfüllt, nimmt er die wieder in den jenseitigen Bereich. Aha, also wenn nur Wein, Weib und Gesang, dann kriegt er das nächste Mal im nächsten Leben. Dann ja, was er halt für Aufgabe hat. Die Aufgabe, es kann sich jeder Mensch über seine Lebensaufgabe klar werden oder deutlich werden, sie ist relativ einfach. Es ist die größte Schwäche, wo jeder Mensch hat. Nicht der größte Fehler oder so, sondern die größte Schwäche. Es ist gemein. Ja, das muss jeder selber wissen. Sehr hinterhältig. Ja, aber die größte Schwäche. Die größte Schwäche ist im Endeffekt die Lebensaufgabe des Menschen. Aha. Klingt auch recht vernünftig. Also, ja, und in dem Moment, wo diese. Also da müssen wir nachbessern quasi, da müssen wir lernen. Richtig, und das ist jetzt das Karma, wenn man etwas, sage ich mal jetzt ganz irdisch lapidar, irgendetwas getan hat in einem vorigen Leben, was nicht korrekt war, muss ich das in dem nächsten Leben wieder lösen. Weil ich brauche die Dualität. Ich meine, wenn ich etwas Negatives getan habe, muss ich das mit Positivem auffüllen. Einfach rein irdisch erklärt. Ja, die Christen sagen dann, wenn man brav war, kommt man in den Himmel, wenn man böse war, kommt man in die Hölle. Aber du sagst, man kriegt nur eine Chance. Auf jeden Fall. Oder ich meine nicht du, aber ich meine, das ist ja, die Reinkarnationslehre generell sagt, nein, das ist nicht so, sondern wenn man irgendwie einen Chance hat, kann man, das war auch irgendwie gefährlich, müssen, ne? Diese Einstellung. Nein, überhaupt nicht, weil man muss sich mal überlegen, wie viele Religionen gibt es, in denen keine Inkarnation gelehrt wird. Da gibt es nicht voll. Mhm. Es ist egal, ob das die Hindus, der Buddhismus oder irgendwelche anderen Religionen sind. Ja. Es ist völlig unerheblich.